Manchmal schreiben mir Leute, was ich für schlechte Gegner auf Champion 3 Niveau bekomme. Naja, ich zeige euch ja auch meistens die Runden, die wir dominieren, wo wir schöne Tore machen. Aber ich kann auch anders. Hier lege ich den Ball direkt vor zum Gegner für einen Psycho. Er trifft ihn auch noch, aber als Vorlage. Der Ball ist drin. Unfassbar crazy. Und hier habe ich gar keinen Boost. Hoffe aber, dass mein Team mit dem Ball an Bord jetzt gleich... Oh, tut er nicht. Flip Reset Tor vom Gegner. Doch dann irgendwann... Endlich bekomme ich hier den Ball gut nach oben gelegt. Ich kann dranbleiben und ich bekomme den Ball endlich rein. Wenn man schlechte Runden trotzdem gewinnt, dann ist das manchmal vielleicht sogar etwas wichtiger, oder?